Ja, es ist heute nicht ganz einfach, eine Frau kennenzulernen und sie so anzusprechen, dass sie sich wohlfühlt und dass du dich dabei auch wohlfühlst. Auf mehrfachen Wunsch habe ich heute drei Punkte, die dir bei einer Kennenlernsituation helfen, wie du eine Frau ansprechen kannst, ohne dabei aufdringlich oder schräg zu wirken. Ja, und wie immer macht ein Abo, wenn euch meine Themenwahl gefällt, mit der Glocke und folgt mir auch bei Instagram, damit wir auch dort verbunden sind. Da bin ich regelmäßig unterwegs. Ja, auf das letzte Video über die Dinge, auf die Frauen als erstes bei einem Mann achten, habe ich viele Reaktionen von euch erhalten. Einige haben mich gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wie man als heterosexueller Mann Frauen anspricht, ohne eben schräg oder aufdringlich zu wirken. Oder wie dieser User hier, er hat nach Techniken gefragt, wie man heutzutage als Mann eine Frau auf offener Straße oder im Bus ansprechen kann. Und ja, das mache ich natürlich sehr gerne, wenn ich dabei behilflich sein kann. Ich bin ja nicht nur eine Frau und kann das aus weiblicher Perspektive erklären, sondern ich bin ja auch nicht mehr 20 und habe viele eigene Erfahrungen gemacht im Leben. Ich spreche auch sehr viel mit Leuten über solche Mann-Frau-Dynamiken und ich denke, ich kann euch einen sinnvollen Input geben. Also, wie spricht man eine Frau an, ohne dass es ihr unangenehm ist? Ja, ganz einfach. Bist du im Top 1% der attraktiven Menschen, kommst du mit allem davon. Dann verzeiht sie dir alles. Siehst du aus wie der Hulk? No offense. Aber dann muss dein Spruch so gut sein, dass sie den ganzen Abend kichern muss, wenn sie daran denkt. Und noch was, bei einer von 10 Frauen bist du am Arsch, ganz egal, was du tust. Sie kriegt alles in den falschen Hals und wenn's blöd läuft, zeigt sie dich wegen sexueller Belästigung an. Also so viel mal zum Grundsätzlichen. Okay, nun aber im Ernst. Es ist gar nicht so einfach, auf eine Frau zuzugehen und ich bin mir dessen voll bewusst. Und kleiner Disclaimer, natürlich ist jede Frau anders, jede hat unterschiedliche Empfindungen. Ich spreche hier nie im Namen von allen Frauen. Ja, und als erstes stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum muss eigentlich ich die Frau ansprechen und warum nicht umgekehrt? Das heißt auch immer Gleichberechtigung und so. Ja, gute Frage und die Antwort ist, du musst die Frau nicht ansprechen, aber du findest eine Frau hübsch, du hast Bock auf Kennenlernen, du möchtest gerne eine Beziehung. Vielleicht liegt es dann halt auch an dir, den initialen ersten Schritt zu machen. Und ganz grundsätzlich finde ich, zu zweit durchs Leben zu gehen, ist schöner als alleine und trotz der negativen Erfahrungen, die man vielleicht schon gemacht hatte im Leben. Aber ich denke, wir sind nicht gemacht, um alleine zu sein. Ja, und das würde ich so auch einer Frau sagen. Du willst etwas von jemandem in dem Moment, dann liegt die oder der initiale Schritt bei dir. Kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war lange Zeit als Moderatorin tätig, führte Interviews, ich schrieb Gesellschaftskolumnen und dafür musste ich immer an Events gehen, um mit den Promis ins Gespräch zu kommen. Ja, und an der Art Basel, an dieser Kunstmesse, waren immer Schauspieler unterwegs, wie Willem Dafoe oder Brad Pitt. Und als ich hörte, dass Leonardo DiCaprio da war, dachte ich, oh shit, wie soll ich den denn jetzt nur ansprechen? Also ich habe mir überlegt, was könnte ich sagen, damit er sich nicht von mir belästigt fühlt. Ich hatte dann einen guten Spruch parat und trotz seiner Bodyguards und so sprach ich ihn an und hatte dann für meine Kolumne ein Statement. Wobei, gut, für den DiCaprio war ich ja sowieso ungefährlich. Ich war damals schon über 30 und das heißt für ihn völlig uninteressant. Was ich damit sagen will, wer etwas von jemandem möchte, der muss halt was dafür tun. So, und auf diese drei Punkte kommt es an. Ganz wichtig, die richtige Situation. Du erhöhst deine Chancen, dass sie mit dir ins Gespräch kommt, wenn du sie in der richtigen Situation ansprichst. Vieles hängt von der Konstellation ab, also von der Umgebung, wo man sich gerade aufhält, ob man überhaupt auf eine Frau zugeht oder nicht. Ist die Konstellation passend, kannst du eine Smalltalk-Situation erschaffen, in der sie sich wohlfühlt. Ja, und jetzt kannst du wieder fragen, warum muss immer ich schauen, dass sie sich wohlfühlt? Weil du etwas von ihr möchtest und weil du so mehr Erfolg hast. Es gibt Männer, natürlich auch Frauen, die will man nicht kennenlernen. Es gibt Männer, die benehmen sich daneben, die sind aufdringlich, die sind creepy. Es gibt wirklich saublöde Anmachen. Du zählst nicht zu der Sorte, aber versetz dich in mich, versetz dich in eine Frau. Woher soll ich denn wissen, dass du nicht so bist? Ja, was sind potenziell gute Situationen? Am besten sind es solche aus dem Alltag heraus. Also Orte, wo ihr euch begegnet, weil ihr das gleiche Ziel habt. Arbeit, Bildung, Weiterbildung, Kurs, Club bei Freunden. Also alles Orte, wo sie es nicht irgendwie seltsam oder unangenehm empfindet, wenn sie ein fremder Mensch anspricht. Bei mir persönlich haben all meine Beziehungen bei einem Hobby angefangen, in der Schule oder bei der Arbeit. Alle.
Ja, und das sind eben alles Umgebungen, in denen ein Ansprechen und ein Kennenlernen auf natürliche Weise zustande kommt. Und das ist ja immer am besten. Darum, und das gehört zu Punkt 1, ist mein wichtiges Argument, wenn du Frauen kennenlernen möchtest, schaue, dass du ein aktives Leben führst. Engagiere dich in Betätigungen, wo Frauen sich auch betätigen. Gehe an Orte, wo du Frauen triffst. Wie gesagt, neben dem Job gibt es die Weiterbildung, Sprachkurs, Kochkurs, Sportclub, egal was. Auf der Straße oder im Bus eine fremde Frau anquatschen, finde ich persönlich keine optimale Konstellation. Denn da steht irgendwie so die Mauer des Fremden dazwischen. Das würde ich eher als unangenehm empfinden. Jetzt fragst du dich vielleicht, soll ich sie ansprechen, ohne dass sie mir ein Signal gegeben hat, also ohne dass irgendein Augenkontakt stattgefunden hat? Und ich würde sagen, nein. Das würde ich als Mann nicht tun. Versetz dich mal in sie hinein. Du hast keine Ahnung, in welcher Stimmung sie gerade ist, wo sie in ihrem Leben oder mit Männern oder ganz allgemein in ihren Gedanken steht. Du weißt nicht, welche Erfahrungen, auch schlechte, sie schon gemacht hat. 100 Dinge sind vielleicht wichtiger für sie gerade in dem Moment, als mit irgendwem ins Gespräch zu kommen. Frauen sind diesbezüglich viel sensitiver, vielleicht auch ein bisschen komplizierter als Männer. Frauen nehmen häufig die passive Rolle ein in Kennenlernsituationen. Das ist evolutionsbiologisch erklärbar. Selektives Verhalten war wichtig früher, um den richtigen für sich und für den Nachwuchs zu finden. Und das ist immer noch tief in uns verwurzelt und ich nehme mich davon auch gar nicht aus. Ja, und den allermeisten Männern macht es nichts aus, von einer Frau angequatscht zu werden, auch wenn sie es gar nicht wollen. Sie fühlen sich dabei nicht unwohl. Im Gegenteil, viele finden es noch cool, wenn mal die Frau den ersten Schritt macht. Also ich beobachte das in meinem Umfeld und ich schätze das auch, denn sonst würde die Menschheit ja wohl bald aussterben. Bei den Frauen ist es aber anders und das muss man halt auch respektieren. Also gestalte dein Leben aktiv und du erhöhst deine Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Ja, und der Vorteil, ein aktiveres Leben tut dir ja selbst gut. Statt jeden Abend zu Hause hocken, Netflix schauen oder Pornos oder gamen, geh raus und sei aktiv. Und übrigens, das kann man auch machen, wenn man nicht so einen großen Freundeskreis hat. Viele Leute haben keinen großen Freundeskreis oder sind nicht Teil einer Community, wo man ständig eingeladen wird an Hochzeiten oder an Feste. Aber das sind alles Dinge, die du gut alleine machen kannst. Punkt 2, halte es allgemein. Wenn sich dann also eine günstige Konstellation ergibt, wo sie dich vielleicht anschaut und du merkst, du bist ihr nicht unsympathisch, wenn sie also den Blickkontakt schon gesucht hat und du kriegst ein Signal oder zumindest interpretierst du es so, denn ganz sicher bist du ja auch nicht, es ist ja nur so ein Gefühl. Aber wie geht es dann weiter? Also wie konkret sprichst du sie dann an? Du gehst ja nicht hin und sagst, hey, du siehst aus wie meine zukünftige Ex-Frau. Sondern nehmen wir die Situation Weiterbildung, Sprachkurs am Abend und ein-, zweimal Blickkontakt war schon da. Und ich zeige euch jetzt einen Unterschied zwischen zwei ähnlichen Gesprächsaufgleisungen, wobei die eine die Chancen erhöht. Puh, war das anstrengend heute. Ich find's toll, mit dir im Kurs zu sein. Hast du Lust, mit mir mal auszugehen? Satz 2. War das anstrengend heute. Also nach diesem Kurs brauche ich was zu essen. Hast du Lust, mitzugehen? Gleich um die Ecke ist ein nettes Lokal. Da könnten wir ja das Gelernte gleich mal in Real Life üben. Also ich als Frau finde den zweiten Ansatz viel besser. Der erste gibt nämlich zu schnell zu viel Preis. Er zeigt eben schon dein romantisches Interesse und das kann eventuell zu früh sein, Blickkontakt hin oder her. Ja, und interessanter bist du auf jeden Fall, wenn du ihr dein Interesse nicht schon im ersten Moment offenbarst, denn so funktionieren viele Frauen nun mal. Nicht vergessen, die Kennenlernsituation ist eine delikate Angelegenheit, aber wenn du die Frage allgemein hältst und das Pragmatische in den Vordergrund stellst, nimmst du den Druck aus der Situation. Ja, und essen muss man ja eh, Lust gleich nach Hause zu gehen hat man vielleicht auch nicht sofort, also kannst du in dieser Konstellation eine Smalltalk-Situation herstellen, in der sie sich wohlfühlt und nebenbei die Frage mit dem Lokal droppen. Ja, und wenn sie Nein sagt und keine Lust hat, auch okay. Zurückgewiesen werden ist Teil des Lebens und damit muss man halt klarkommen. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Sympathie. Wenn du möchtest, dass sie dich gleich sympathisch findet, zeig ihr deine Werte. Sag was Positives und am besten was, worüber ihr beide lächeln oder lachen müsst. Das ist der beste Start überhaupt.
Oh, also der heutige Tag ist vielleicht der unproduktivste in meinem ganzen Leben. Ich hoffe einfach, das fällt niemandem auf. Also bitte, das muss unser Geheimnis bleiben. Der kommt jetzt nicht gleich ins Guinness-Buch der Rekorde, aber beide lächeln. Sei authentisch, flirte nicht zu sehr, starr sie nicht an. Und etwas Wichtiges noch, bedränge sie körperlich nicht, also dringe nicht in ihren Raum ein. Ich habe das schon erlebt, dass sich Männer sehr nahe zu mir hingestellt haben, als sie mich ansprachen, und ich empfinde das als unangenehm. Sie dich auch so, und wenn nicht, dann warte, bis sie sich zu dir hinüberbeugt. Ja, und sexuelle Anzüglichkeiten, sexuelle Sprüche, all das ist sowieso ein No-Go in solchen ersten Momenten. Wenn man die Person vielleicht besser kennt und auch weiß, wie sie gewisse Dinge auffasst, ist es was anderes. Es ist mir völlig bewusst, es braucht Mut, um auf eine Frau zuzugehen und um sie anzusprechen. Aber mit diesen drei Hauptpunkten kannst du nicht so viel falsch machen. Also das Ansprechen in der richtigen Situation, und dafür ist ein aktives Leben führen von Vorteil. Die Kennenlernsituation allgemein halten, das Pragmatische in den Vordergrund stellen. Und drittens, zeig ihr deine Werte. Ja, und das war's schon für heute. Falls ihr das Video hilfreich findet, dann lasst doch gerne ein Abo da und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und folgt mir auch auf Instagram @TamaraWernli. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe auf ganz bald wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.